Das war kein leichter Auftritt für die CDU-Stimmungsband. Sie musste die Leute länger auf dem Platz halten als üblich. Denn die Kanzlerin war zu spät, ganz gegen ihre Gewohnheit. Aber auch er hat es nicht leicht, der Landesvorsitzende der Piraten, Sven Stückelschweiger. Sein Kalkül war, wenn die Kanzlerin kommt, könnte auch er mehr Leute erreichen. Von den Piraten, kleine Info. Naja, von den Piraten halte ich zwar auch nicht viel, aber ich kann jemanden durchlesen. Ja. Aber das auch nicht ist schon mal ganz gut. Die Piraten setzen im Wahlkampf auf ihre Kernthemen Datenschutz, Mitbestimmung, freies Internet. Die Kanzlerin konnte nicht wie geplant landen. Der Nebel über Neumünster war schuld. Ich hätte versucht, dir einen Flyer in die Hand zu drücken, aber das hat sich so nicht ergeben. Macht nichts. Andere Menschen lesen die wahrscheinlich auch eher. Die CDU setzt im Europawahlkampf mal wieder auf die Kanzlerin, also auf Stabilität, aber auch auf Infrastruktur. Wir liegen im Herzen Europas und wir haben keine Lust, immer nur auf der A7 im Stau zu stehen. Ja. Also, da die A20 meinen Wahlkreis mit der Welt verbunden hat, sozusagen, warte ich, also Richtung Berlin und so weiter, warte ich sehnsüchtig darauf, dass jenseits von Lübeck noch mehr passiert. Wir sind auch für den Ausbau der A20. Also wir sind da nicht weit weg. Du hattest mit Europa nichts zu tun oder mit der Europawahl. Aber gut, hat man den Jubel auf seiner Seite. Ich freue mich, heute hier in Neumünster zu sein und mit Ihnen darüber zu sprechen, was morgen in einer Woche ansteht, dass wir heute schon Jahrzehnte in Frieden leben. Das ist der Tatsache zu verdanken, dass nach dem Zweiten Weltkrieg weise, vorausschauende Männer und Frauen gesagt haben, Schluss mit dem Morden im Herzen Europas, Schluss mit Krieg. Wir reichen uns über die Gräben hinweg die Hände, wir gründen eine Europäische Union und das ist unser Garant dafür, dass wir in Frieden leben können. Die Kanzlerin mahnte aber auch, die Wirtschaftskrise in Europa sei noch nicht überstanden. Der Kontinent drohe an wirtschaftlicher Bedeutung zu verlieren. Google, da müssen wir aufpassen, dass die nicht zu groß werden. Das ist richtig. Facebook, Microsoft, Apple, alles Dinge, die wir gerne benutzen, Produkte von diesen Firmen. Da ist kein einziger aus Europa. Sie hat ja dann auch mal über die großen Konzerne gesprochen, Google, Apple. Von Datenschutz hat sie da überhaupt nicht geredet. Auch das Thema hat sie ja doch sehr, sehr gut vermieden. Angela Merkel beschwor eher ein starkes Deutschland in einem sicheren Europa. Verhandlungen mit Russland statt Krieg. Die EU als Friedenswerk, das es zu erhalten gelte.